Je weniger Verkehr grundsätzlich, desto besser fürs Grätzl, weil man sieht das ja eh da am Wochenende, vor allem am Samstag, wo der Biomarkt ist, kommen die Leute zusammen und da sieht man, was passiert, wenn man so den Straßenverkehr ein bisschen rausbringt, und Begegnungszone ist genau das Richtige, denke ich. Ich sehe alles Positives, ja, alles ist positiv. Der Markt ist super schön, ja, die Produkte, aber es ist auch für mich als Lateinamerikanerin aus Argentinien, ich finde da, ich bin auch Nachbar, ich mache den Bezirk seit 15 Jahren, und es ist eine Zone, wo wir uns treffen können, ohne Stress. Ein Moment in der Woche, wo wir die Nachbarschaft treffen können, wir sehen etwas in Ruhe, einen Kaffee trinken, etwas essen, es ist super, ja. Ich glaube, dass die Begegnungszone ein Vorgeschmack für die nächste Zeit ist. Es werden mehr Begegnungszonen kommen und es wird keine motorisierten Autos mehr geben. Die Leute werden nur mehr mit Elektro innerhalb des Gürtels fahren. Und die Stadt gehört den Bewohnern zurückgegeben. Und das ist eine Vorstufe dafür, dass es Begegnungszone gibt, dass man das normal wieder gehen kann wie früher. Es wäre recht toll, weil dann hätten alle die gleichen Rechte und wir könnten alle durchfahren, und ja, die Autos wären nicht mal so im Mittelpunkt, und ja.